Hallo und herzlich willkommen bei Prima Deutsch mit Damien. In diesem Video möchte ich auf eine Frage eingehen, die mir viele von euch inzwischen gestellt haben, nämlich, wie kann man sein Hörverstehen verbessern? Gehört ihr zu denjenigen, die zwar die deutsche Grammatik sehr gut beherrschen, aber sich mit dem Hörverstehen schwer tun? Oder ihr habt monatelang Deutschkurse besucht und wundert euch, dass ihr in der Sprachprüfung kein Wort versteht? Ein Grund dafür ist, dass das Hörtraining im DAF-Unterricht oft zu kurz kommt. Wenn ihr euch die ganze Zeit nur mit Grammatikübungen beschäftigt, dann wird euer Hörverstehen nie besser. In diesem Video gebe ich euch ein paar nützliche Tipps, mit denen ihr eure Hörfertigkeiten trainieren könnt. Wenn ihr Interesse daran habt, schaut euch das Video bis zum Ende an. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wenn ihr bei Texten aus Lehrbüchern oder bei gut gesprochenen Hörtexten aus den Medien Verständnisprobleme habt, dann liegt das meistens weniger daran, dass ihr nicht hören könnt, sondern dass ihr noch nicht genug Wortschatz beherrscht. Der Wortschatz ist der Schlüssel zum Hörverstehen, denn man kann schließlich nur das genau hören, was man schon kennt. Logisch, oder? Nun stellt sich die Frage, wie kann man seinen Wortschatz erweitern? Es gibt dabei verschiedene Methoden. Stundenlang einzelne Wörter und deren Bedeutung in eure Muttersprache zu pauken, ist jedoch keine effektive Methode. Ihr werdet die neuen Wörter schnell wieder vergessen. Stattdessen solltet ihr die neuen Vokabeln in einem Kontext lernen. Bildet möglichst viele Sätze mit den zu lernenden Wörtern. Wenn euch mal die Kreativität fehlt oder ihr Sorge habt, Grammatikfehler zu machen, dann schaut im Wörterbuch nach. Es gibt auch viele kostenlose Online-Wörterbücher, die ihr benutzen könnt, wie zum Beispiel de.thefreedictionary.com, duden.de oder de.langenscheid.com. Um die neuen Wörter zu wiederholen, könnt ihr Karteikarten oder Klebezettel verwenden. Hängt euch die Wörter in der Wohnung auf, damit ihr beim Kochen oder beim Zähneputzen auch lernen könnt. Wenn ihr ein Smartphone oder ein Tablet habt, dann können euch viele Apps das Lernen erleichtern, wie zum Beispiel Memrise oder Quizlet. Schaut euch dieses Video an, falls ihr noch andere nützliche Apps kennenlernen wollt. Daneben ist es auch sehr wichtig, dass ihr euch Ziele setzt. Also, ihr solltet festlegen, wie viele Wörter ihr an einem Tag oder in einer Woche lernen sollt. Und lernt lieber regelmäßig als zu viel auf einmal. Der nächste Tipp ist, lest so viel wie möglich. Wenn ihr in Deutschland lebt, empfehle ich euch, die Stadtbüchereien in eurer Stadt zu besuchen. Hier findet ihr zahlreiche Bücher, Zeitungen und Zeitschriften. Der Eintritt ist völlig kostenlos. Wenn ihr die Medien mit nach Hause nehmen wollt, dann müsst ihr eine kleine Gebühr bezahlen. Damals habe ich in der Stadtbücherei in Albstadt ca. 16 Euro für ein Jahr bezahlt. Das war gar nicht viel. Und manchmal bin ich in die Stadtbüchereien gegangen, um einen ruhigen Arbeitsplatz zu finden. Im Ausland ist es jedoch nicht so einfach, deutsche Bücher zu finden. Stattdessen könnt ihr Online-Zeitungen oder E-Books lesen. Die meistgelesenen deutschen Zeitungen, Zeitschriften und Magazine verlinke ich euch in der Infobox unter diesem Video. Auf meiner Webseite pimavn.com habe ich auch ein paar kostenlose Bücher zusammengestellt. Ihr könnt gerne da vorbeischauen. Falls ihr diese Webseite noch nicht kennt, auf kaufda.de könnt ihr euch nicht nur über die aktuellen Angebote in der Region informieren, sondern auch mit den Prospekten Vokabeln lernen. Wenn ihr die Deutschen auf der Straße oder bei privaten Gesprächen nicht gut verstehen könnt, kann das auch am Wortschatz liegen. Die Sprache, die man im Alltag verwendet, ist die Umgangssprache.
Diese Sprache unterscheidet sich enorm von der Sprache, die man in der Schule oder im Studium verwendet. Wie zum Beispiel, statt verstehen, sagt man in der Umgangssprache kapieren. Also, das kapiere ich nicht. Das heißt, das verstehe ich nicht. Daneben sprechen die Muttersprachler nicht so langsam wie die Lehrer in der Schule. Die Wörter sind nicht alle so klar ausgesprochen. In einigen Regionen spricht man Dialekte, wie zum Beispiel Bayerisch oder Schwäbisch. Deswegen ist es eigentlich ganz normal, wenn ihr Probleme habt, gesprochene Alltagssprache zu verstehen. Bis ihr das könnt, wird es eine ziemlich lange Zeit vergehen, in der es besonders wichtig ist, möglichst viel Kontakt zur deutschen Alltagssprache zu haben. Viele beklagen sich, dass es nicht so einfach ist, sich mit Deutschen zu befreunden. Dabei habe ich einen Tipp für euch, besonders für die Studenten. Als ich noch an der Universität Augsburg studiert habe, habe ich jedes Semester an einem sozialen Projekt der Uni teilgenommen. Dadurch kam ich in Kontakt mit deutschen Kommilitonen und konnte meine Sprechfertigkeit schnell verbessern. Wenn ihr Deutsch im Ausland lernt und keine Möglichkeit habt, Deutsch sprechen zu üben, dann könnt ihr die umgangssprachlichen Ausdrücke durch Filme, YouTube-Videos und Podcasts lernen. Ich selber höre täglich die Podcasts auf meinem Smartphone an. Die App heißt Procast. Sie ist völlig kostenlos. Hier gibt es Podcasts zu verschiedenen Themen. Wenn ihr mal Lust habt, probiert sie einfach aus. Und der letzte Tipp von mir ist, trainiert eure Aussprache. Wenn ihr ein Wort falsch aussprecht, könnt ihr es in einem Gespräch selbstverständlich nicht erkennen. Deswegen solltet ihr auch an eurer Aussprache arbeiten, wenn ihr euer Hörverständnis verbessern wollt. Schaut euch meine Videoreihe zum Aussprachetraining an, um nützliche Tipps zur Verbesserung eurer Aussprache zu bekommen. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Teilt es mit euren Freunden, wenn ihr meine Tipps nützlich findet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr noch Fragen oder Wünsche habt. Und vergesst nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Tschüss und bis bald.